liebe Minicamper und heute Freunde von Weihnachtsmärkten. Heute besuchen wir den romantischen Weihnachtsmarkt in Regensburg. Meine Geburtsstadt Regensburg, im Herzen Bayerns gelegen, gehört zu den schönsten Städten der Welt. Behaupte ich jetzt einfach einmal. Zu seinen bekanntesten Bauwerken zählt das fürstliche Schloss St. Emmeram, Stammsitz des weltberühmten Adelsgeschlechts Thurn und Taxis. Ja, die malerische Kulisse von St. Emmeram verleiht dem romantischen Weihnachtsmarkt eine unvergleichbare Atmosphäre. Im Schutze der imposanten Schlossfassade strahlt der Innenhof durch unzählige Kerzen, Laternen und Fackeln in einem weichen, stimmungsvollen Licht inmitten des liebevoll herausgeputzten Dorfes. Ja, aus weihnachtlich dekorierten Holzhäuschen ragt ein mächtiger, prachtvoll geschmückter Weihnachtsbaum hervor. Aber ich will jetzt gar nicht mehr so viel reden. Wir wollen euch mitnehmen durch einen wirklich romantischen Weihnachtsmarkt.
groß und klein. Ich grüße euch aus dem hellen Schein von tausenden von Weihnachtslichtern. Und seh in all euren Gesichtern, ihr freut euch auf die heilige Nacht, die den Heiland uns gebracht. Das Christkind ist in diesen Tagen besorgt und will euch das auch sagen. Denn das Jahr, das sich jetzt neigt, hat uns die Grenzen aufgezeigt. Erinnert euch, nicht lang ist's her, da wollten wir nur mehr und mehr. Nie genug das, was man hat, immer rein ins Hamsterrad. Streben nach Geld, nach Macht, nach Ehre. Jetzt zeigt sich darin große Lehre. Erst kam Corona, Schicksalswende. Man schüttelte sich nicht mehr Hände, durfte Freunde nicht umarmen, sah Schreckensbilder zum Erbarmen. Kranke Menschen, großes Leiden, oft musste man die Liebsten meiden. Wünscht euch Glück, habt schöne Stunden hier im Schloss. Das Christkind liebt euch, klein wie groß. Ja, liebe Freunde, das war jetzt unser Rundgang durch den romantischen Weihnachtsmarkt bei der Fürstin Gloria von Thurn Taxis in Regensburg. Die Fürstin hatte uns Sozialtätigen schon einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes eingeladen. Ja, wie immer, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreibt was in die Kommentare. Vielleicht bekomme ich auch ein Abo von euch. Bleibt meinem Kanal treu. Bis zum nächsten Mal. Servus.